Und bei uns zu Gast ist jetzt Flora Petrick von den Jungen Grünen. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Frau Petrick, jetzt hat es 3 Tage eine Perspektivenkonferenz gegeben der Jungen Grünen in Wien. Was ist denn da besprochen worden und in welche Zukunft will man denn gehen? Wir haben in den letzten 3 Tagen gesehen, dass wahnsinnig viele Leute aus ganz Österreich total motiviert sind, weiter gemeinsam politisch zu arbeiten und haben auch besprochen, dass wir eigentlich eine parteiunabhängige politische Jugendorganisation gründen wollen. Also einfach, weil wir das Gefühl haben, es gibt so viele Leute, die politisch interessiert sind, aber einfach frustriert von Parteipolitik, also von diesem Posten-Hickhack, Dauerwahlkampf. Also da ist aber Lust dran, politisch was zu machen, aber nicht parteipolitisch. Deswegen wollen wir mal parteiunabhängig was probieren. Ist das jetzt aufgrund natürlich des Streits mit den Grünen so in diese Richtung gegangen, dass Sie sagen, okay, wir haben irgendwie auch die Nase voll jetzt, uns da mit der Bundespartei herumzuschlagen? Ich glaube einfach, dass Parteien es heutzutage nicht mehr schaffen, viele Leute zu integrieren. Also diese Strukturen, auch bei den Grünen, sind total verkrustet. Und da gibt es aber so viele tolle Leute, die politisch was machen wollen, von Eisenstadt bis am Bodensee. Und die wollen wir auffangen. Und ich glaube, viele haben einfach die Nase voll davon. Und ich kann das nachvollziehen, dass Parteipolitik für manche einfach keine Option mehr ist. Mhm. Und wir glauben, es braucht eine Art von Rettungsanker für die Demokratie. Und den aber vielleicht außerhalb von Parteien. Parteiunabhängiger, wie könnte so etwas finanziert werden, wenn man von einer Partei nicht mehr unterstützt wird? Das ist ja auch die Frage. Ja, das ist eine große Frage und wir stehen da jetzt vor vielen Fragen und Herausforderungen. Wir haben aber momentan den Mut, da uns mal was Neues auszuprobieren und auch die Zuversicht und Hoffnung, dass das hinhauen wird. Ich glaube, da gibt es einige Möglichkeiten, wie man das finanzieren kann, aber klar ist auch für uns plötzlich ein Weckruf aus der Komfortzone. Ja. Was ist denn passiert in den letzten Wochen seit diesem großen Streit zwischen der Bundespartei und den Jungen Grünen? Haben sich die Fronten jetzt mehr verhärtet oder die Wogen irgendwie geglättet? Wie ist Ihnen das vorgekommen, vor allem auch mit Eva Klawischnik? Ich habe das Gefühl, der Konflikt war sehr schnell in einem sehr irrationalen Level und auch jetzt in den Wochen danach haben wir gesehen, dass die Bundesparteispitze leider nicht wirklich an einer sachlichen Übergabe interessiert ist. Also ich habe das Gefühl, ich stoße da sehr oft eigentlich auf taube Ohren. Ich würde gerne eine geordnete Scheidung vollziehen, während die Bundespartei eher in einen Rosenkrieg steuert. Wir führen aber noch Gespräche. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass man eine externe Vermittlergruppe einsetzt. Leute, die sich mit uns an einen Tisch setzen, damit wir das alles vernünftig abwickeln. Das wird leider ausgeschlagen noch. Also ich hoffe, da gibt es noch einen guten Weg raus, damit so viele Leute wie möglich weiter politisch was machen können. Aber wie realistisch wäre denn das? Das wird ja wohl eher von der Bundespartei dann abgewürgt werden, oder? Oder von Eva Klawischnik, die vielleicht auch persönlich beleidigt ist? Oder wie sehen Sie das? Ich glaube, die Bundesparteispitze ist momentan sehr ängstlich. Ängstlich einerseits, sich zu öffnen und viele Leute einzubinden. Das haben wir in den letzten Wochen gemerkt, auch an der Art, wie sie mit Kritik umgehen. Da ist, glaube ich, sehr viel Angst dahinter. Und ich befürchte, dass da nicht sehr viel Interesse da ist. Ich würde es mir aber wünschen, weil ich würde mir wünschen, dass so viele Leute wie möglich politisch aktiv sind, innerhalb und auch außerhalb von Parteien. Und die Leute, die Hoffnung in die Grünen stecken, die sollen auch die Möglichkeit haben, dort anzudocken. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir noch einen guten Dialog führen können in den nächsten Wochen. Aber Sie wollen nicht mehr quasi andocken dann bei den Grünen? Ich sehe meine Zukunft jetzt nicht mehr bei den Grünen, nicht mehr bei einer Jugendorganisation der Grünen, aber sehr wohl in der Politik. Ich möchte sehr wohl politisch was machen und ich glaube, jetzt ist es mal notwendig, das auch außerhalb von Parteien zu machen. Mit den rund 160 Delegierten, die da jetzt in den letzten 3 Tagen dabei waren, werden die Ihnen folgen oder versuchen die jetzt die Wogen zu den Grünen zu glätten? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie geht es weiter mit den jungen Grünen? Ein Großteil der Leute ist wirklich motiviert für ein neues Projekt und ist auch sehr enttäuscht von der Bundespartei. Also ein Großteil hat tatsächlich das Gefühl, sie können nichts mehr dort anfangen mit den Grünen. Es gibt aber genug Leute, die auch sagen, ja, sie haben noch Hoffnung in die Partei, sie wollen unsere Kritik auch weiterhin in die Partei tragen. Und ich glaube, meine Verantwortung ist dafür zu sorgen, dass viele Leute politisch aktiv sein können, ob das jetzt in dieser neuen Plattform ist oder auch bei einer grünen Jugendorganisation. Das eine schließt das andere nicht aus, glaube ich. Da kann man ja auch bei beiden mitmachen. Wenn man sich jetzt anschaut von vor ein paar Wochen im Zentrum, wie Sie zu Gast waren im ORF, Sie sind von 3 Seiten quasi befeuert worden. Was war denn nach der Sendung? Wie ging es dann weiter in den kommenden Tagen? War da noch irgendeine Gesprächsbasis jetzt explizit mit Eva Klawischnik da oder waren da die Fronten komplett verhärtet und zu? Es gab seitdem kein Gespräch mit Eva Klawischnik und mir. Wir haben sie aber eingeladen zu unserer Perspektivenkonferenz. Sie hat dann leider keine Zeit gefunden zu kommen, hat dann eine E-Mail aber geschrieben, dass sie nicht daran teilnehmen kann, aber ein Gespräch hat es keins gegeben. Fühlen Sie sich irgendwie im Stich gelassen?
Ich habe das Gefühl, es wird leider nicht der Dialog gesucht, den ich gerne hätte, weil ich glaube, es wäre schon noch wichtig für alle Menschen, die weiterhin politisch aktiv sind, dass man jetzt dann nicht mit ja, so verhärteten Fronten rausgeht. Das wäre auch schade. Ich glaube, man trifft sich auch immer zweimal im Leben. Vielleicht treffe ich Eva Glewischnik auch ein drittes Mal im Leben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es noch zu irgendeiner Form von Austausch kommt, einfach damit man da sachlich und vernünftig weiter tun kann. Sie haben sich ja persönlich das erste Mal getroffen oder so, oder bei diesem Gespräch, wo sie gesagt hat, sie fordert die jungen Grünen quasi aus der Partei raus. Warum gab es da nie ein Gespräch vorher? Das lässt ja völliges Desinteresse von der Bundespartei schließen, oder? Wir haben Eva Glewischnik mehrfach eingeladen, zum Beispiel zu unseren Sommercamps. Das sind jährliche Camps, wo wir sie auch immer wieder eingeladen haben. Sie hat die Einladungen ausgeschlagen aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich finde es schade. Es gab auch keine Vertreter von ihr dabei, oder? Es war... Bei einer Konferenz war es so, dass eine Vertreterin von ihr gekommen ist. Ich hätte mir aber schon gewünscht, dass in den 7 Jahren, die es die Jungen Grünen gibt, es mal einen ernsthaften Dialog mit der Parteichefin gibt. Ich meine, die sozialistische Jugend trifft den Christian Kern regelmäßig und der ist Bundeskanzler und der findet die Zeit dafür. Also ich hätte mir da schon gewünscht, dass es da mehr Austausch gibt. Ja. Dass Sie vielleicht irgendwann mal bei einer anderen Partei vielleicht andocken mit Ihrer neuen Initiative, wäre das eine Option oder wollen Sie wirklich parteiunabhängig bleiben? Wir wollen mal außerhalb von Parteien was probieren. Wir wollen mal parteiunabhängig sein, wollen da aber auch viele Leute mit einbeziehen. Weil ich glaube, um eine starke Bewegung von unten zu sein, braucht es viele Leute auch vielleicht aus anderen Organisationen. Und ich glaube, das ist da eine Chance, die wir haben, viele Leute einzubinden, die bisher vielleicht eine zu hohe Hemmschwelle hatten, zu einer Parteiorganisation zu gehen. Wie geht es mit Ihnen persönlich weiter? Was sind jetzt bei Ihnen denn die nächsten Schritte? Werden Sie da den Vorsitz übernehmen? In welcher Rolle ich in dieser neuen Organisation sein werde, das wird sich zeigen. Also die letzten Wochen waren ziemlich turbulent bei mir. Vielleicht gönne ich mir mal eine Auszeit. Ich bin immer voll motiviert, da mitzuwirken, in welcher Form auch immer, und freue mich drauf. Freue mich aber auch mal wieder, ein paar Prüfungen auf der Uni zu schreiben und mal wieder arbeiten zu gehen. Ja. Sollten Sie in einer großen Form eingebunden werden bei dieser neuen Initiative, was werden Sie anders machen, als Sie jetzt bei den Jungen Grünen gemacht haben? Ich glaube, was wir weiterhin machen werden, ist das, was wir die letzten Jahre sehr erfolgreich gemacht haben, nämlich vor Ort Leuten die Möglichkeit zu geben, politisch aktiv zu sein. Ob es jetzt in Eisenstadt ist, wenn man eine Parkbank fordert oder wenn man eine große Diskussion zu Rechtsextremismus vor Ort diskutiert. Also so, das sind Sachen, auf die wir aufbauen wollen. Was ich auf jeden Fall noch mehr machen will, ist noch mehr aufs Land gehen und noch mehr wirklich dort, wo die Leute sind, vor Ort schauen, was sind die Fragestellungen, die sie beschäftigen. Da möchte ich noch eins draufsetzen. Welchen Tipp möchten Sie den Grünen geben, der Bundespartei den Grünen? Oder Eva Glewischnik für eine zukünftige Zusammenarbeit mit jungen Grünen? Ich glaube, die Bundespartei muss sich ganz genau überlegen, was sind die Erwartungen einer Jugendorganisation, was sind die Rechte, aber auch die Pflichten einer Jugendorganisation und was ist vielleicht auch der Vorteil davon, dass man da eine kritische Partie hat, dass man da auch dauerhaft Feedback eigentlich bekommt. Das ist ja eigentlich was sehr Positives. Ich würde wünschen, dass sie das zu schätzen lernen, weil ich glaube, jede Partei braucht eine kritische und starke Jugendorganisation, auch die Grünen. Das war bei den Grünen nicht möglich, wie Sie sagen. Ich glaube, die Grünen haben nicht ganz verstanden, warum sie das so nötig hätten und haben auch, glaube ich, nicht den richtigen Weg gefunden, mit Kritik umzugehen. Und ich hätte mir gewünscht und ich würde mir noch weiterhin von Ihnen wünschen, dass Sie lernen, mit Kritik anders umzugehen und auch viele Leute einzubinden und das auch als was Positives sehen. Frau Petrick, ich sage danke fürs Vorbeikommen und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Dankeschön.